Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und wie beim letzten Mal bin ich hier auch am Trainieren im Schnellvorlauf. Und zwar will ich eigentlich zum Minental trainieren, aber wenn ich schon mal hier bin über den Teleporter, habe ich mir gedacht, kann ich auch mal in diese Zombie-Mine reingehen, die ich ja schon mal entdeckt hatte, als es noch viel zu schlecht war für die Zombies. Und hier lag tatsächlich ein Paladin-Zweihänder. Ich bin sehr gespannt, ob ich den nutzen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe ihn verkauft. Weil der zu viel Stärke braucht und ich in absehbarer Zeit einfach keine Stärke bekomme. Hier hinten gibt es leider keine Gegner mehr. Ich dachte mir einfach, wenn ich schon mal hier bin, dann checke ich hier mal eben die letzte Ecke. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt eigentlich auf dem Weg zum Minental, mache hier noch ein paar letzte Erledigungen, gehe nochmal zur Taverne, Sachen verkaufen. Und da draußen ist gerade ein Suchender vorbeigelaufen. Den erwische ich hier leider nicht. Und ihr seht schon, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich habe relativ wenig Mana. Deswegen gehe ich hier nochmal in die Taverne rein. Aber er hat leider keine Mana-Tränke für mich, Orlan. Aber ich kann mich natürlich einfach aufs Bett legen, das spart Mana-Tränke. Und damit habe ich dann immerhin ein paar mehr wieder. Problem ist nur, hier auf dem Weg sind natürlich auch wieder Suchende. Also alles in allem habe ich hier ein Problem. Ich habe ein bisschen zu wenig Mana dabei. Aber ich komme hier zum Glück durch ohne größere Gegner. Blutfliegen und Varan werde ich auch noch so fertig. Und mit Lurkern genauso. Und dann habe ich mir gedacht, hey, warte mal, wenn ich doch spende, dann kriege ich doch Lebensenergie aufgefüllt, wenn ich Lebensenergie hole. Und ja, tatsächlich. Und es wird wohl auch das Mana aufgefüllt, wenn ich so spende, dass ich Mana kriege, aber es wird halt eben nicht beides aufgefüllt, sondern immer nur das, was ich mit der Spende gerade erhöhe. Und deswegen habe ich jetzt nach wie vor relativ wenig Mana, aber das ist ja eigentlich kein Problem. Ich bin ja gleich im Minental und dann würde ich kurz checken, ob der Rückweg frei ist, wenn ich mich hier teleportiere, nicht, dass da irgendwas auf mich wartet. Weil für mich zur Burg zu teleportieren reicht's und dann schlafe ich einfach eine Runde und dann habe ich wieder volles Mana. Und schaut mal einer an, der Mensch hier hat Mana-Tränke. Da nehme ich doch gleich ein paar mit. Und ich speichere hier eine Runde. So, und jetzt geht's los. Training im Minental. Erstmal ist Biff wieder da. Ich kann ihn hier auf verschiedene Dinge ansprechen und ich habe es ein paar Mal geschafft, tatsächlich ihn auf andere Dinge anzusprechen als Heilung. Was ziemlich blöd ist, weil die Geschichte mit den Drachen und ob er mitkommen will, das funktioniert tatsächlich, wie ihr seht. Das möchte ich aber natürlich machen in einer richtigen Let's Play-Folge und nicht hier so im abgehackten, hier zu schnell, man kriegt auch was mit. Also generell alle Unterhaltungen in irgendeiner Form mit NPCs habe ich vermieden in diesen Vorspulfolgen, sondern ich habe wirklich versucht, nur umzugehen, Gegner umzulegen und Dinge einzusammeln. So, Biff braucht Heilung. Ich stamme mir diese Orks. Problem ist, ich habe hier, glaube ich, mehrere Versuche gebraucht für den Wald. Ich habe es ein bisschen verkackt. Aber schaut mal an, da liegen ganz viele Pilze rum. Die nehme ich noch glatt mit und dann futter ich mich wieder hoch. Oh, das geht so erstaunlich, so angenehm schnell hier. Das sind Pilze, genau. Und die hole ich noch zwei, dreimal. Keine Sorge. So. Genau, hier hätte ich jetzt speichern sollen, habe ich aber nicht. Und da sind nämlich Drachensnapper und zwar ganz viele, wie ihr seht. Naja, gut. Nach dem ersten Mal ist man klüger. Wölfe nochmal und die Pilze. Und hier die Pilze. Dann denke ich mir, ja, ich weiß jetzt, was mich erwartet, aber ich speichere trotzdem. Aber leider ist hier Biff draufgegangen. Das ist geladen. Jetzt versuche ich den Drachensnapper anzulocken. Einzeln, das funktioniert. Jetzt kommen zwei, die mich fast tot haben. Backspin funktioniert. Dann kommt leider Biff aber auch nicht mehr dran. Hier gebe ich gleich auf. Es geht, keine Sorge, ich krieg's hin. Ich lege einen, glaube ich, direkt um mit Magie auf die Entfernung. Den zweiten mache ich ziemlich schwach. Und den dritten schafft dann Biff, genau. Und ich bin leider ziemlich angeschlagen.
Deswegen habe ich nochmal geladen. Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas war. Aus irgendeinem Grund habe ich geladen. Ah, genau, da habe ich daneben gezielt. Das war ätzend, weil der Zauber ja manchmal nicht trifft. So soll das sein, genau. Ich würde einen umlegen. Und dann die nächsten anlocken. Und dann macht Biff den Rest. Aber irgendwie war ich ja auch nicht zufrieden. Ach, schau mal einen an. Da war ich zufrieden, genau. Das wollte ich. Ich wollte hier die alle auf die Entfernung umlegen. So rum war's. Und da habe ich eine Stufe. Yay! Erstmal Biff wieder heilen. Und den nächsten Ork wieder eine Elite. So, und da drüben sind noch Drachensnapper. Problem ist nur, ihr seht, hier sind noch mehr Snapper. Ich glaube, da habe ich gerade Biff eingefroren oder er ist gestorben. Ich weiß nicht mehr. Ich muss hier die Drachensnapper einfrieren, das ist das Problem. Und deswegen habe ich den jetzt. Also, die Sache ist, mit Blitz kann ich einzelne Gegner herlocken. Oder zumindest halt nur die, die wirklich zusammen, dicht zusammenstehen. Wenn ich jetzt aber einen einfriere, also wenn ich einen Zauber mache auf einen Gegner, dann rennt Biff hin. Wenn ich einen Blitz mache, dann rennt der Gegner gleichzeitig auf uns zu. Was voll gut ist. Wenn ich aber einen Eisblock mache, dann rennt der Gegner nicht auf uns zu, aber Biff rennt hin. Und alle Gegner, die in der Umgebung stehen, greift Biff dann auch an. Und da Biff nicht so stark ist, dass er mit 15 Orks gleichzeitig zurechtkommt oder auch nur drei Drachensnappern. Ja, ist das halt leider so eine kleine unsichere Sache, sage ich mal. Die ich mehrfach machen muss. Ich bin auch gefühlt noch ein bisschen zu schwach dafür. Ich ärgere mich gerade wirklich, dass ich Alchemie gelernt habe. Das ist so unnötig. Das hätte ich kein einziges Mal gebraucht im ganzen Spiel. Also wenn ich nochmal Magier spiele, dann werde ich nicht Alchemie lernen. Ich werde auch nicht Konstantinus. Weil musste ich für Konstantino... Weiß ich gar nicht mehr. Muss ich mal schauen. So, wie auch immer. Genau, die Seite ist frei. Also speichern wir. Ich lock Biff hier ein bisschen zurück, damit er auch sicher über die Brücke drüber kommt. Und dann erledigen wir hier den letzten Drachensnapper. Sehr schön. Damit ist der Wald jetzt größtenteils erledigt. Ich gehe nochmal durch mit Licht, um zu schauen, ob ich nicht irgendwas vergessen habe. Vor allem Pilze. Aber ich habe ja nichts mehr gefunden. Und deswegen gehen wir jetzt dann hoch. Erstmal zu dieser Truhe, die ich noch nie aufmachen konnte, weil ich damals chronischen Dietrichmangel hatte. Und dann... Weiß ich gar nicht mehr, wo bin ich denn dann hin? Und genau. Dafür nochmal extra Gold. Und kriegt trotzdem noch seinen Anteil. Was hier lustig ist, weil eigentlich wieder das eine und das andere. Nicht beides zusammen. Hier habe ich zum Glück gespeichert, denn das da unten sind sehr viele Gegner auf einmal. Hier geht Biff leider mehr drauf. Ich habe es versucht, ich habe es mehrfach versucht, wie ihr seht. Erstmal Biff zurücklocken. Mich selber gesund heilen. Dann nochmal speichern. Dann so viele wie möglich einfrieren, habe ich dann versucht, genau. Dann habe ich mich in Sicherheit gebracht, aber dann bin ich gestorben. Dann habe ich versucht, Skelette zu machen, aber leider greift Biff an. Biff kennt die Skelette, was ja irgendwie auch nicht so geil ist. Dann habe ich versucht, erst die Gegner anzulocken, in der Hoffnung, dass die Skelette die Gegner angreifen. Und nicht Biff und die Gegner sich gegenseitig. Tja, das hat dann nicht funktioniert. Dann dachte ich mir, sondern machen wir was anderes. Das da unten kann ich immer noch machen, wenn ich... So, hier oben sind Feuerparane. Das ist sehr nett. Die geben gute Erfahrung. Und hier ist Biff verschwunden, aber da ist er wieder. So, und mir fehlt es ganz stark an Mana und Leben. Deswegen kaufe ich mir jetzt erstmal eine gute Ladung, sobald mein Gold mich trägt. Mana-Tränke und schlafe nochmal eine Runde. Und dann ist Biff natürlich wieder da, wo er immer ist. Und dann versuche ich doch mal mit Biff hier an der Burg entlang die Orks zu beseitigen. Das Problem ist nur,
wenn ich zu nah an die Burg rangehe, dann sagt Wiff, es ist zu plötzlich. Und er geht weg. Und ich kann nämlich sagen, komm wieder mit. Und dann habe ich ihn aus Versehen aufs Falsche angesprochen, nämlich ob er Lust auf eine Weltreise hat. Genau. Und dann war es mir erstmal so blöd mit Wiff. Dachte mir, ich komme da auch ohne ihn durch. Der war witzig. Achso, genau, ich habe die Orks zu Biff gelockt. Ja, richtig, das funktioniert nämlich. Mehr schlecht als recht, ich bin ziemlich angeschlagen. Und deswegen habe ich auch gleich wieder geladen. Ich glaube, Biff ist draufgegangen sogar. Also letzten Endes wird das nichts mit Biff da unten zur Burg hinzugehen. Und das hier, wie ihr seht, ist auch eine blöde Idee. Das sind viel zu viele auf einmal. Tja, also das mit den Orks bei der Burg. Ne? Ist irgendwie nicht so geil. Jetzt läuft er hier weg, aber zum Glück ist er ja hier wieder direkt. Ich habe versucht zu speichern und gleich wieder zu laden, ob das was hilft. Aber ich muss einfach nur warten, bis er auf seinen Stammplatz, bis er seinen Stammplatz erreicht hat. Und dann kann ich ihn ansprechen und ihn wieder mitnehmen. Ist ein bisschen tricky, aber kann ich mitnehmen. So, hier ist Gistad, bei dem gibt es irgendwie nichts Neues. Und letzten Endes habe ich ja beim, vor Ewigkeiten, als ich hier war, hier noch einige Drachenmenschen übersehen, in Anführungszeichen, beziehungsweise links liegen lassen. Die kann ich jetzt auch noch erledigen, hier mit Biff, zum Training. Also letzten Endes, ich laufe rum und Biff erledigt sie, wie ihr seht. So funktioniert das hier bei uns. Leider bin ich ziemlich angeschlagen. Aber ist mir egal. Ich würde jetzt einfach heilpflanzen. Mann, geht das schnell in der Zeitraffer. Das war ziemlich ätzend im Spiel. So, jetzt muss ich noch befallen. Habe ihn leider wieder falsch angesprochen. Ein paar Tränke. Hab ihn falsch angesprochen. Gebe ihm ein paar Tränke. So, eigentlich sollte ich jetzt hier speichern. Tue ich auch. Sehr gut. Und dann kommen wir endlich zu dieser Höhle, die ich ja noch kenne aus Gothic 1. Hier liegen einige Spruchrollen rum, es gibt eine Truhe. Irgendwie ein Ring war da drin. Spruchrollen habe ich durchgeguckt, aber nichts wirklich Interessantes dabei, was sich wirklich gelohnt hätte. Auch hier ein toter Drachenjäger, der ein bisschen Gold dabei hat. Und da ist noch ein Echsenmensch. Yay! Ich weiß nicht warum, irgendwie. Oh, genau, da ist noch ein Steingolem. Und der hat mich umgebracht. Genau. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Stelle. Ich weiß wieder warum. Ich habe sie oft gemacht. So, genau, dann bin ich nämlich erstmal hier hoch. Dann habe ich gemerkt, hey, warte mal, guck mal, da ist ja ein Weg außenrum. Voll gut, den erforsche ich. Ich will wissen, was da ist. Und letzten Endes führt er nur da hoch, wo ich gerade auch war bei dem Echsenmenschen. Problem ist nur, wenn ich jetzt zurückkomme, Biff ist nicht mehr da. Und wenn Biff nicht da ist, dann springe ich natürlich vor Unglück, vor Frust, vor Leid selber in den Abgrund. Aber gut. Naja, im Zeitraffer ist es gar nicht so schlimm. Beim Direktdurchspielen hatte ich mich da wesentlich länger aufgehalten. So, wir waren da oben. Das heißt, wir können jetzt uns um diese Orks hier kümmern. Und plötzlich will Biff wieder Gold, das ich einsammle. Ich verstehe es nicht ganz. Er will, glaube ich, beides. Eigentlich gibt es die Möglichkeit, dass man entweder die Hälfte der Beute gibt, oder dass er gelegentlich mal ein bisschen Gold von einem will. Und der will hier gerade beides. Ich glaube, er ist ein bisschen verglitscht. Aber was soll's. Er ist sein Gold trotzdem wert. Hier versuche ich mit dem Bogen anzulocken. Mana zu sparen. Das funktioniert nicht so gut, wie ihr seht. Also das ganze Mana sparen ist hier irgendwie nicht so eine gute Idee. Ich weiß nicht, warum die Orks hier plötzlich auf uns aufmerksam wurden. Wurden sie aber. Und hier seht ihr auch schon das Problem. Wenn ich den Zauber spreche, der fährt hin zu dem Schamanen.
und alle Orks greifen ihn dann an. Ja. Aber ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich es diesmal hingekriegt. Ohne größere Verluste. Zumindest bei Biff. Ich habe ein paar Verluste gekriegt, ist mir egal. Aber Biff hat nicht so viel abgekriegt, das ist gut. So, Mark, jetzt lass dich doch mal treffen. Ja. Das spart Mana, das spart ganz viel Mana. Und dann ist mir aufgefallen, hey, ich habe noch den Feuersturm, den kleinen. Der braucht ja auch weniger Mana als der Blitz. Und wenn ich nur anlocken will, dann kann ich auch den nehmen. So, und hier haben wir noch ganz viele Orks. Ich versuche die Elite hier einzeln anzulocken. Was leider nicht ganz funktioniert. Also einer kommt mit. Aber wenn die anderen halt mit angreifen, dann ist es blöd. Und was wiederum daran lag, dass Biff dahin gerannt ist. Nun gut. Ich werde hier erstmal Biff heilen. Und ja, mich selber natürlich hochheilen. Und ich glaube, das war es dann auch soweit relativ in dieser Training-Session. Ich bin noch nicht annähernd fertig im Minental, wie ihr seht. Ich muss auf jeden Fall nochmal eine Runde hin. Nochmal eine Runde weiter. Ist leider Happy Fehler gestorben. Ja, das ist so ein bisschen das Problem hier bei der Stelle. Das sind so extrem viele Orks. Ich glaube, ich müsste hier mal hin, wenn ich Massenvernichtungszauber habe. Und deswegen ziehe ich mich hier jetzt erstmal zurück mit Biff und versuche mit ihm in die andere Richtung weiterzugehen. Und auch das hier, wie ihr seht, hat nicht funktioniert auf diese Weise. Ich muss auch hier wieder anlocken und rausziehen. Aber sobald Biff dahin läuft zu dem Schamanen, ist das zu spät. Ich will den Schamanen aber einfrieren. Also was ich jetzt hier versuche, ist Biff zum Kämpfen zu bringen mit irgendwas, was nicht der Schamane ist. Und dann den Schamanen einzufrieren. Und das hat funktioniert, wie ihr seht. Das ist, ja, freut mich. Bis zum nächsten Mal.